Max Kruse und dem VfL Wolfsburg. Denn da ist von Konstanz nichts zu sehen. Jetzt also die offizielle Mitteilung. Niko Kovac hat entschieden, dass Kruse zwar weiter für sich trainieren darf, aber nicht mehr nominiert wird für die Spiele. Er hat das sehr, sehr deutlich erklärt, der Trainer. Und das nehmen wir zum Startschuss hier mal mit rein. Also es ist so, dass wir gemeinsam die Entscheidung getroffen haben, dass der Max uns in der jetzigen Situation nicht hilft. Denn wir brauchen genau das, was Sie eben angesprochen haben. Und das sehe ich von ihm nicht. Also keine Impulse, kein konstruktives Miteinander dahingehend, dass er der Mannschaft jetzt hilft. Und wir haben ihm auch mitgeteilt, dass er nicht dabei ist, beziehungsweise auch für uns in Zukunft keine Rolle spielen wird. Das, was wir jetzt brauchen, sind Spieler, die den Fokus, also wirklich aber den Fokus 100% auf den VfL richten. Ja, es geht einzig und allein um den VfL, um das, was wir erreichen möchten. Und wir möchten schon in der Bundesliga auch erfolgreich sein. Und wie gesagt, wir haben das bei Max nicht mehr gesehen. Ja, und deswegen ist das die Entscheidung. Jeder ist herzlich eingeladen gewesen, aber wenn das nicht ist, dann habe ich die Verantwortung dem Team, aber auch dem Club gegenüber, dementsprechend auch zu handeln. Das ist ganz klar und ich denke mir, das ist für jeden, der hier im Raum ist, auch verständlich und dann aber auch normal. Also Niko Kovac mit ganz klaren Worten. Herr Reif, jeder war eingeladen, sich hier zu beteiligen, so will ich es mal übersetzen. Max Kruse hat diese Einladung nicht angenommen. Überrascht es Sie? Ehrlich gesagt, nein. Das war doch das, was wir fast alle erwartet hatten. Also ja. Kovac und Kruse, das passt nicht. So, das kann auch nicht passen. Aber nicht, weil da zwei Egos, Egi, aufeinander stoßen. Und das ist irgendwo im Zwischenmenschlichen. Sondern es geht einfach um Profifußball und es geht um die Ambitionen eines Clubs. Und die muss er dann definieren. Max Kruse ist nicht Cristiano Ronaldo. Bei allem Talent und vielem, wirklich, der ist ein richtig guter Fußballspieler gewesen. Cristiano Ronaldo war noch ein besserer Fußballspieler. Das, was Cristiano Ronaldo heute anzubieten hat beim Manchester United, reicht nicht, um von Stammspieler zu sein bei den Ambitionen, die der Club hat. Und jetzt gehen wir 2, 3, 3,5 Stufen runter und sagen, der VfL Wolfsburg ist ein Club, der anderes von seinen Spielern verlangt. Ehrlich gesagt bin ich froh, auch für Max Kruse und für den Rest, weil ich mag sowas nicht. Ich mag nicht, wenn du spürst, das kann überhaupt nicht funktionieren. Und dann kriegt das so eine scheibchenweise Demontage und dann gibt es so Zwischentöne. Also Niko Kovac hat ihn zweimal von Anfang an spielen lassen. Und ich dachte, das ist aber nicht dein Ernst, oder? Und dann dachte ich, ich glaube, er will jetzt vorführen, Kinder, ihr wollt mir doch die ganze Zeit reinsingen, Max Kruse. So, ne, dann pass auf, dann führe ich euch das mal vor. Max Kruse, und jetzt wieder zurück zu Cristiano Ronaldo, hat nicht die Fitness von Cristiano Ronaldo. Weil er und das ist überhaupt kein Vorwurf, gar nicht. Der hat einen anderen Lebensentwurf, der ist 34 Jahre alt. Und da passt vieles zusammen. Da sagt man sich so, es passt nur dann nicht in einem Gefüge, das andere Ansprüche haben muss, als das VfL Wolfsburg sie zuletzt demonstriert hat, doch ganz zuletzt jetzt auch. Und deswegen ist das eine eher undramatische Geschichte. Es geht nur darum, wie man dann damit umgeht. Dass das dahin kommen würde, dass Max Kruse nicht ein bestimmter Faktor einer Mannschaft unter Niko Kovac sein würde, die Wette hätte ich hoch gewonnen. Warum war Wolfsburg dann nicht so konsequent und hat ja während der Vorbereitung schon da für klare Verhältnisse gesorgt? Oder zumindest noch während des Transferfensters, sodass man ihn hätte verkaufen können? Denn ihm hat man ja schon auch eine Chance genommen, jetzt in der Bundesliga noch direkt einen neuen Club zu finden. Oder hat man da noch dran geglaubt? Das wissen wir beide nicht. Wir wissen beide nicht, was die im untereinander besprochen haben. Was man an Vorgaben gegeben hat und wer was wie verstanden hat und wer was wie zwingen wollte. Max Kruse, wenn in Topform, fragen Sie bei Union nach, fragen Sie letztes Jahr noch zum Ende, als Wolfsburg wirklich rücklings in die Hölle marschieren drohte,
da hat er ihnen sehr wohl noch geholfen mit vielen einzelnen Aktionen und auch mit seiner Präsenz. So, aber jetzt willst du Pressing Kovac einen Fußball spielen und dann siehst du als Spieler, dass der ist doch aber gar nicht fit für das. Das stimmt doch hier. Irgendwas habt ihr doch, was ist das? Das ist ein Abschiedsspiel oder was macht ihr hier gerade? Und das gegen irgendeine Auswahl. Nein, das ist normale läppische Bundesliga und da brauchst du, wenn du so spielen willst und spielen wollen musst, wie Kovac, sonst wäre er ja unglaubwürdig, dann kann es nicht funktionieren. Warum sie im Sommer nicht gesagt haben, wenn sie es denn nicht getan hätten, jetzt machen wir mal weg, aber dann lass uns aufhören spekulieren, weil das wissen wir nicht. Warum man nicht gesagt hat, pass auf, wenn du nicht topfit wirst, wirst du nicht spielen. Überlegst dir gut, willst du es probieren? Wenn du es probieren willst, nimmst du dir selber aber die Zeit jetzt, dich in Amerika umzuschauen, irgendwo in den Emiraten, egal wo, wenn du es zwingen willst. Wer dann völlig klar bei Verstand war, bei beiden weiß ich nicht, also klar bei Verstand, das klingt zu böse. Wer das dann nüchtern genug betrachtet hat und wer nicht, weiß ich nicht. Am Ende stehen sie jetzt vor einer Situation, die sie werden klären müssen, denn dazu liefern sich dann kostet ja auch noch ein bisschen Gesprächsstoff. Was. Und Niko Kovac wird sich natürlich in gewisser Weise bestätigt fühlen, denn es gab dann gleich den ersten Sieg ohne Kruse, 1-0 in Frankfurt. Und jetzt hat auch Max Kruse sich zu dem ganzen Thema zu Wort gemeldet. Seine Sicht der Dinge, hören wir rein. So Leute, was geht ab? Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Wie ihr mich kennt, die erste Meinung von mir gibt es immer über meine Kanäle. Und wie ihr sicherlich mitbekommen habt, hat der Trainer entschieden, mich nie wieder mit in den Kader zu nehmen. Das kam gerade nach den letzten zwei Spielen, die ich von Anfang an gemacht habe, nicht nur für mich überraschend, sondern wahrscheinlich auch für viele von euch am Samstag, die das gesehen haben. Ich respektiere die Meinung des Trainers. Anscheinend soll ich mich nicht mehr mit dem Verein identifizieren. Aber ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, ich habe in den letzten, nicht nur bei VfL Wolfsburg, sondern in den letzten 10, 12 Jahren, in denen ich Profifußball spiele, wenn ich auf dem Platz stand, immer alles für den Verein gegeben, für den ich gespielt habe. Und das wird auch weiterhin so sein, solange ich trainieren darf, Fußball spielen darf. Ich kam im Januar nach Wolfsburg, um der Mannschaft zu helfen. Und ich glaube, das habe ich in der vergangenen Rückrunde auch getan. Und ich bedanke mich recht herzlich für alle Nachrichten, die mich seit gestern über alle möglichen Wege erreicht haben. Vielen Dank dafür. Und zum Schluss wollte ich noch sagen, ich glaube, ich entscheide selber, wann meine Zeit in der Bundesliga vorbei ist. Und das entscheidet niemand anders für mich. In dem Sinne, schönen Sonntag. Klingt nicht so, als würde er die Entscheidung nachvollziehen. Abschließend dazu, oder? Das ist vielleicht auch ein bisschen viel verlangt. Irgendwann setzt bei solchen Situationen manchmal, dann referent man sich, also jetzt wirklich, so ist mir oft genug gegangen, und dann trübt das sehr den Blick für die realen Dinge. Er wird es akzeptieren müssen, er zieht eine Trainingsjacke an von anderen Ausrüster und ein Ding. Man trennt sich. Sehen wir ihn nochmal in der Bundesliga, Herr Reif? Schwer vorstellbar. Das wäre dann erst im Januar möglich. Ja, weil es sei denn, er verändert seinen Lebensentwurf und sagt so, jetzt mache ich mich mal Ronaldo-mäßig fit. Das fürchte ich, wird nicht passieren, aber wir würden uns natürlich freuen, Max Kruse einfach wiederzusehen. Ist ein Typ, der die Bundesliga grundsätzlich bereichert.